Einen wunderschönen, und da bin ich mal wieder, euer Odin. Und das Onkelchen ist auch noch da. Jo, Hallöchen. Und wir machen jetzt noch den, was war das? Orden-Modus. Orden-Modus. Genau. Orden. Wir haben uns ein bisschen umentschieden. Wir machen doch nicht die Bewertung danach und danach die Bewertung. Wir machen jetzt doch den Horden-Modus und dann auch eine Gesamtbewertung in einem extra Video. Okay, Horden-Modus, ja, sagt ja, denke ich mal, schon alles aus. Wir müssen jetzt gegen Horden in einem bestimmten Bereich kämpfen. Also wir haben hier als Levelauswahl 5 verschiedene Levels, kein Zufluchtsort, Wellen der Verzweiflung, Sackgasse, Tränenflut und die Kippe des toten Mannes. Die Klippe des toten Mannes. Kippe des Toten. Also ich bin echt am Überlegen, was wir jetzt direkt machen. Also wir haben hier... Was ist denn eine Horde, Onkel? Erklär uns doch mal, was eine Horde ist. Ja, das ist doch eigentlich jedem bewusst. Das ist einfach eine Menge, eine wir Masse nicht. an Gegnern, die auf dich zukommen und die du dann so viel wie möglich abschnitzeln musst. Und so wird es hier auch sein. Also wir müssen sozusagen so lange überleben, wie es noch geht, an einem Ort mit vielen, vielen, vielen Zombies. Also wie das Video wird nicht lange gehen. Weiß ich nicht. Also ja, wenn wir alle Bede überleben müssen, dann geht's nicht lange. Weil dazu gehört ich auch. Aber weiß ich nicht. Jetzt haben wir die Klippe des Todes stumm genannt, im Feld massiv abgeschnitten, jeglichen Überreste, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen einfach das erste, ihr seht dann das erste Level und den Rest könnt ihr ja, wenn ihr euch das Spiel selber kauft, dann selber angucken. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Dort wieder, okay, wir haben immer noch Kadett. Gut, die Feier lassen wir aus. Okay, dann würde ich sagen, bereit zum Kampf, Dreieck drücken. So. Wellen von Gegnern, genau. Seeking asylum in a sacred refuge has proved to be of little avail. Nee, ich würde gern hier. At least your bodies will die lie on hallowed Blinde ground. Nehmen, genau. It lasted. Und ich wäre für Dynamit weg und Granate ran. So. Ach, man kann plus 4 nehmen. Mhm. Wulmine auch ganz cool ist, ne? Ja, ich mach mal eine Landmine. Ich mach mal 2 Minen und 3 Granaten, ja. Ich hab eine Mine. Fand ich ganz gut. Oh, ich hab eine Mine und 4 Granaten, weil die Granaten habe ich mehr gezündet. Okay, Hortenmodus. Ja. Ach so, also wir sitzen jetzt hier hinten einfach fest in diesem Raum und müssen. Ja, okay. Ich würde aber noch nicht auf die roten Dinger schießen. Ich würde sagen, ich würde jemand aber von hier. Ich hole mir die. Der Gasmaske sind, du kannst so richtig die Arme wegschießen. Ey. So haben die jetzt gelbe Totenschädel drüber. Genau. Du musst wahrscheinlich den Kopf schießen. Welle 1. Vielleicht sagt ich, das sind die letzten vielleicht. Keine Ahnung, das ist nicht. Ach guck mal, man kann hier auch hinterlaufen und hier hinten findet man dann Munition. Aha, okay. Achtung, ich bin hier drin. Der Onkel hat hier wieder die Tür aufmachen. Alter, was hier ab? Versuch auch gerade hier, aber ich bin schon tot.
Leck mich am Arsch, Alter. Alter, geh weg hier! Da kommt Mama noch einmal. Eva, Mama, nur, das kann man ja nicht im Video lassen hier. Die 5 Minuten. Das zählt nicht. Das war zum Einspielen. Wir sind dann alle hinten in den Raum rein, alle beide. Wir lassen mal den Bonner. Ja. Dann nicht einfach reinbrechen. Abgeschlossen und wir die Türe auf. Nicht schon. Alter, da liegen Zombies in Fernen drin. Ja. Ah, hinter mir, scheiße! Da, wo wir angefangen haben, in dem Raum drinnen. Ach du Sau. Die sind nämlich. Ach, da hoch! Die kommen von draußen, die Schweine. Komm. Ah, schon wieder! Irgendwas ist hier explodiert. Geile Sache. Ich weiß nicht, wohin es noch geht hier. Ich würde mal gerne rumgucken, da geht es rein noch. Geht's noch nach oben? Alter, so übelst verdunkelt. Ne? Wir kommen nach oben zu dir. Was soll ich machen? Auf dem Fußboden stand irgendwas mit Depp. Ich hab noch was. Oh, ich hab hier. Ach du Scheiße, ich hab die Bahn. Die Bahn ist auch super gut. Oh nein. Wow. Du musst mehrere mit einer Maschine machen, dann kriegst du ein Trophäe. Yeah.
Hoch weg. Ist noch was gelb. Hier kommt noch einer. Warte mal, lass mich noch mehr. Achso, okay. Dann können wir auch Munition einsammeln. Der eine wäre ja jetzt nicht schlimm. Lass uns zuerst Munition einsammeln und dann den letzten killen. Haben wir dann für das nächste Ding gleich wieder volle Munition, wisst ihr? Was ist denn? Unten ist noch Munition. Ja, ich brauch Munition hin. Hier, ich komme ja von dem Ort. Oh, cool. Oh, da will ich lang. Hier sind die ganzen Kartons, die waren unten. Unten und gerade zu hier gleich und dann links, links, links. Wir haben voll. Na klar, ich habe jetzt gar nicht geschafft. Ich bin da jetzt wieder zurückgeschossen. Wildschau. Nee, nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen heftig wieder, Peter. Willst du die Ehre oder soll ich ihn nehmen? Ich mach ihn. Ich renn ja schon hin gerade. Der ist hier bei mir. Ach, da unten ist er. Warte, ey, komm. Ich kann wieder hoch zu Pins. Ja. Dieser Druck ist aber auch geil. Ach, geil. Ich werde bei jedem Kopf tief nachladen. Da heißt ja keine Richtung, was wir dann tun. Das ist die hier oben von Pins. Oh, jetzt habe ich auch das gehabt. Was? Und hier, Vierkern. Vierkern. Cool. Aber ich habe den nur ins Knie geschossen. Segne ich, ich habe die andere. Oh, du bist, ich hab dich da aber wiederbelebt. Nee, hast du nicht. Na, ich so, okay, die, ja. Ich hab die ganze Zeit X gedrückt, also. Das nochmal, oder? Nö, würde ich nicht sagen, oder? Wir okay. Haben jetzt 13 cool. Minuten, das reicht okay. Für den Horden-Modus locker aus. Ah, ist ja sowieso immer das Gleiche. So. Ja, dann ist das ein einzelnes Video für den Horden-Modus und dann würde ich sagen, den sehen wir uns gleich im Bewertungsvideo und da werden wir dann über alle beiden Modusse und unsere ersten Eindrücke quatschen. Modis. Bringst du das an einem Tag, weil du immer sagst, gleich zurück? Ja. Ich hab da früher immer am Stück gemacht und da kamen an einem Tag und jetzt mache ich halt mehrere Parts, dass sie aussuchen können, aber trotzdem kommt alles an einem Tag. Weil es ist ja auch blöd, wenn sie da auf ist ja eine Gameplay-Review, wenn sie da auf die Bewertung in 3 Tage warten müssen. Stimmt, hast recht. Jo, okay. Also, bis gleich, Leutchen. Jo, bis gleich. So, sollen wir